Aufschlag. Am Netz braucht nicht mehr einzugreifen, weil der Return von Thomas Schmid zu lang ist. 40-30 für den Deutschen, das heißt Spielball zur 6-5 Führung. Und Pilic macht ihm noch einmal Mut von der Seite. Ballt die Faust. Zuschauer wollen es auch versuchen, aber die dürfen es natürlich. Die müssen sich jetzt mucksmäuschen still verhalten. Er schlägt ein Ass. Mit einem Ass. Im 27. für Statistiker beendet er in diesem Moment das Spiel. 6-5 für ihn. Wir schalten runter. Das war ein Ausschnitt aus einem Davis Cup Krimi. Deutschland gegen die GSFR. Das war im Jahr 1985. Und es war ein Spiel, von dem man lange, lange gesprochen hat. Thomas Schmid. Der andere, das war ein deutscher Spieler, der leider sehr, sehr früh verstorben ist. Wir wollen wissen, wie ist sein Name? Anders nicht des heutigen ATP-Halbfinals in der Frankfurter Festhalle wollen wir uns an seinen Namen erinnern. Übrigens, er gewann damals gegen Thomas Schmid mit 6-8, 1-6, 7-5, 11-9, 17-15. Eine fantastische Leistung. Wie ist sein Name? Und ich bin sicher, liebe Zuhörer, Sie erinnern sich an ihn, der unvergessen ist.